Hallo, ich bin Otum Bittner, ich bin Fachzahnarzt für Kieferorthopädie und ich werde euch heute etwas zum Thema Aligner oder transparente Zahnschienen erzählen. Tagtäglich kommen so viele Patienten zu uns und fragen nach diesen Alignern, weil sie sehr viel Werbung zurzeit in den Medien sehen, also auf Social Media, im Fernsehen laufen sehr viele Werbeclips zum Thema Aligner. Was sind diese Aligner überhaupt? Können die überhaupt Zähne gerade machen? Ja, das können sie und zwar sehr gut. Aus meiner Sicht momentan die komfortabelste und modernste Zahnspange, die man so unseren Patienten anbieten kann, weil sie haben zwei Vorteile. Sie sind relativ wenig sichtbar, weil sie transparent sind und sie sind vor allen Dingen herausnehmbar. Was man dabei aber nicht vergessen sollte, sie müssen mindestens 20 bis 22 Stunden jeden Tag getragen werden. Und das ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Alignertherapie. Das ist die Tragezeit. Und wenn ihr von euch schon wisst, dass ihr das in eurem Alltag nicht integrieren könnt, weil ihr einfach wisst, ihr könnt diese Schienen nicht 20 bis 22 Stunden tragen, dann ist diese Zahnspange nichts für euch. Aber ich kann euch erzählen, wir haben Patienten aus allen Berufsgruppen, von Pilot bis Pfarrer, von Rechtsanwalt bis Lehrer, die gerne diese Schienen tragen und auch im Alltag damit zurechtkommen. Viele haben ja Angst, dass sie damit nicht reden können oder lispeln. Ja, das kann sein. Die ersten zwei, drei Tage muss man sich dran gewöhnen. Und das kann auch sein, wenn man diese Schienen wechselt, was man bei uns ja alle 7 Tage tut, dass sie mit einer neuen Schiene erstmal wieder 2-3 Minuten sprechen lernen müssen. Aber das ist kein Problem, weil Patienten berichten das, dass sie am Anfang sehr viel Angst hatten vor dem Sprachproblem und dann nachher sagen sie, das hat eigentlich gar keiner gesehen. Ja? Deswegen, also sprechen ist ein kleines Problem, das wird aber sich nach einer gewissen Gewöhnungszeit einstellen. Das zweite ist diese Tragezeit, darüber habe ich ja gerade schon gesprochen. Also viele sagen, na, ich weiß nicht, ob ich das realisieren kann, weil ich ja ständig esse. Ja, dann müsstet ihr danach wenigstens eure Zähne mit Wasser oder euren Mund mit Wasser ausspülen und danach könnt ihr die Schiene eigentlich wieder einsetzen. Was ihr mit der Schiene nicht machen solltet, ist essen und was ihr mit der Schiene nicht machen solltet, ist zuckerhaltige Getränke trinken, weil dann bleibt alles schön in dieser Schiene hängen und würde eure Zähne dann leider auf Dauer wahrscheinlich schädigen. Was ist bei den Schienen noch zu beachten? Schienen alleine funktionieren nicht. Das heißt, Schienen brauchen immer noch etwas anderes. In den allermeisten Fällen so kleine Attachments, so kleine zahnfarbene Knöpfchen, die auf die Zähne geklebt werden müssen. Und das wird eben in der Praxis beim Kieferorthopäden gemacht. Da kriegt ihr so kleine Knöpfchen auf die Zähne, die helfen dann, den Zahn richtig zu bewegen. Weil wenn ihr so einen kleinen glatten Zahn habt und der vielleicht so ein bisschen in die Länge gezogen werden muss oder gedreht werden muss, dann braucht man da so einen Griff drauf. Und deswegen muss man kleine Attachments auf die Zähne kleben. Meine feste Meinung ist, dass ohne die Attachments eine Zahnkorrektur nicht richtig funktioniert. In manchen Fällen muss man auch noch in den Zahnzwischenräumen ein bisschen polieren, um Platz zu schaffen, aber das vermeidet dann, dass man Zähne ziehen muss oder dass man Zähne aus dem Knochen rausbewegt. Insofern ist das eine Option, die eigentlich sehr, sehr gut ist. Was muss man bei Aligner noch beachten? Aligner bestehen aus einer ganzen Serie von Schienen. Was heißt das? Am Anfang macht man einen Scan von der Ausgangssituation, wo die Zähne noch schief sind. Dann macht man im Computer die Zähne gerade. Und zwischen Anfang und Endsituation werden lauter kleine Schritte im Computer gemacht. All diese Schritte werden auf einem 3D-Drucker ausgedruckt und auf jedem dieser Schritte wird eine Schiene hergestellt. Sodass ihr dann eine ganze Serie von Schienen vor euch habt, die ihr, zumindest so ist es bei unserem System, jede Woche wechseln müsst. Also alle 7 Tage nehmt ihr eine neue Schiene und jede dieser Schienen macht eure Zähne Stück für Stück für Stück gerader. Aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich hatte sowohl feste Spangen in meiner Karriere selber getragen, als auch Zahnschienen, kann ich sagen, die Zahnschienen sind mit Abstand die bequemste und komfortabelste Methode, Zähne zu bewegen. Also zum Thema Zahnschmerz kann ich euch dringend nur sagen, wenn ihr empfindliche Zähne habt oder Angst habt davor, dass eine Zahnspange wehtun könnte, dann sind die transparenten Zahnschienen, die Aligner, genau das Richtige für euch. So sehen das auch die Mehrheit unserer Patienten, also von unseren erwachsenen Patienten würde ich sagen, wählen letztendlich über 90% der Patienten die transparenten Zahnschienen. Was ist bei den Zahnschienen noch zu beachten? Naja, es gibt unzählige verschiedene Systeme auf dem Markt. Und hier kann ich sagen, es gibt aber nur ein System, das mit Abstand der Marktführer ist und aus meiner Sicht technologisch auch am weitesten vorangeschritten ist. Das ist die Marke Invisalign. Das ist das Produkt, das wir benutzen. Invisalign gibt es schon seit über 20 Jahren auf dem Markt und hat inzwischen weltweit über 10 Millionen Patienten mit seinem System behandeln dürfen. Und das ist auch unsere Erfahrung. Auch ich bin schon seit über 20 Jahren mit Invisalign zertifiziert und ich kann nur sagen, inzwischen ist die Technologie so ausgereift, dass wir jede Zahnstellung mit dieser oder nahezu jede Zahnfehlstellung mit dieser Schiene korrigieren können.
Es gibt immer noch das Vorurteil, eine feste Zahnspange sei schneller oder eine feste Zahnspange kann nur gewisse andere Sachen machen, die eine Zahnschiene nicht kann. Nein, aus meiner Sicht kann eine Zahnschiene eigentlich nahezu das gleiche wie eine feste Spange. Deswegen ist, wenn ihr sagt, ihr entscheidet euch für eine Zahnschiene, vielleicht das Beste, dass ihr euch zu einem Fachzahnarzt begebt, der euch dann richtig berät. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, und wenn ihr das Video hilfreich für euch fandet, hinterlasst uns einen Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal, damit ihr mitkriegt, wenn wir das nächste Video posten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.